Hallo, mein Name ist Christian Freisling. Ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölten und bin hier zuständig für das Projekt Inverted Classroom. Und lieber Stefan, stell dich bitte vor. Ja, mein Name ist Stefan Schmid. Ich bin HAK-Lehrer, das heißt, ich unterrichte an der Handelsakademie Simmering in Wien, BHAK, BH Schwin 11. Bin auch noch Vortragend auf der Pädagogischen Hochschule Wien, Fachhochschule Burgenland und beim ZLS, das heißt Bundeszentrum für lernende Schulen für die neue Mittelschulbegleitung, ein bisschen tätig im E-Learning-Bereich. Das ist quasi auch mein Lieblingsbereich, das E-Learning. Und da bin ich vor Jahren eben zum Flipped Classroom oder eben Inverted Classroom gestoßen. Und mittlerweile flippe ich fast meinen ganzen Unterricht. Was bedeutet das genau für dich? Weil da gibt es ja unendlich viele Definitionen. Was ist deine? Ja, also ich habe begonnen vor 3 Jahren, nachdem ich den Christian Spannagel kennengelernt habe, habe ich begonnen zu flippen und habe diesen klassischen Flip, würde ich mal sagen, gemacht. Das bedeutet, ich habe Videos produziert, ich bin Informatiklehrer, angewandte Informatik. Habe Videos, Screencasts produziert, habe den Schülerinnen und Schülern mitgegeben und habe sie gebeten, das zu Hause anzusehen. Das waren immer sehr, sehr einfache Handlungen, die man nachmachen muss. Also das, was ich früher im Unterricht gemacht habe. Und dann haben wir in der Stunde Problemstellungen bearbeitet, meistens allein oder in Gruppen oder wir haben diskutiert. Ja? Mittlerweile heißt Flippen für mich aber viel mehr. Es geht darum, den Lernenden oder die Lernende ins Zentrum zu stellen und das anzubieten, was sie brauchen. Also sie bekommen von mir Ressourcen, meistens sind Screencasts, müssen die aber nicht zu Hause sehen, sie können sie sehen. Sie bekommen quasi immer ein Programm, das sie innerhalb von 2, 3 Wochen erfüllen müssen oder sollten oder Kompetenzen, die sie erreichen sollten und haben die Videos auch. Das heißt, sie schauen auch zum Teil in der Klasse, wenn etwas umkreist. Also Flippen heißt für mich viel, alles, was irgendwie den Unterricht personalisieren kann. Gefällt mir sehr, sehr gut und wir freuen uns sehr darauf, dass du bei der Konferenz Inverted Classroom und Beyond auch am ersten Tag einen Workshop gestalten wirst. Vielleicht ganz kurz, was hast du dort vor? Im Workshop dort habe ich vor, ähnlich wie bei den bisherigen Vorträgen, Workshops, die ich jetzt immer wieder machen darf. Also ich werde manchmal eingeladen als Lehrer, der das macht, dass ich schon das Konzept werde ich dort vermutlich nicht vorstellen müssen, aber so meinen Zugang, wie bin ich dorthin gekommen und wie mache ich das? Und im Anschluss gibt es dann so eine Art Checkliste, um schauen zu können, gerade für Anfängerinnen und Anfänger, wie kann ich denn hineinkommen ins Flippen? Welche Möglichkeiten habe ich, welchen Rahmen habe ich und wie finden wir dann einen perfekten Weg, selber zu flippen? Also es geht um einen sehr praktischen Zugang. So kann ich ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, was ist gut gegangen, was ist nicht so gut gegangen und wie findet man dann einen Weg, selber zu flippen? Weil es gibt so unterschiedlichste Ausgangssituationen und die muss man einfach berücksichtigen, sonst scheitert gleich mal ein Projekt bei einem in der Schule. Und du würdest Lehrende motivieren, anzufangen, weil der Anfang eigentlich gar nicht so schwer ist, wie es ausschaut, oder? Genau, und das geht's. Also mir geht es, diese Hürde wegzunehmen. Ja? Du weißt ja auch, ich habe da bei Samsung diesen Mobile Learning Award gewonnen und meine App oder die Konzept des Apps ist genau das. Es geht darum, diese technische Hürde aus dem Ganzen rauszunehmen, weil ich glaube, wenn wir das vereinfachen und einfach zeigen, wie easy das ist, dass der Mehrwert für alle erkennbar ist. Auf der einen Seite für die Lernenden, aber auch für einen selber nach einer gewissen Zeit, weil es ja viel spannender ist, so zu unterrichten. Okay, lieber Stefan, wir freuen uns sehr darauf, dass du nach St. Pölten kommen wirst und sind schon sehr gespannt. Und in diesem Sinn alles Gute bis dahin. Bis dann, ciao.